Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video auf meinem Kanal, der legendäre Löwenkönig. Heute, meine Fans, werden wir uns das neue Process Update angucken. Das neue Oktober 2020 Process Update. Ja, meine Fans, wir werden uns den neuen Brawler angucken. Wir werden uns die ganz neuen Skins, meine Fans, angucken. Und wir werden uns nochmal zusammen den Brawler angucken und darauf reagieren. Also, es wird richtig cool. Und bevor wir anfangen, meine Fans, abonniert gern meinen Kanal und aktiviert die Glocke und lasst einen fetten Daumen nach oben da für solche Videos, meine Fans. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an und schalten wir um auf die kleine Perspektive. So, meine Fans, ihr seht schon, wir sind jetzt auf der kleinen Perspektive. Hier seht ihr schon eingeblendet Brawl Talk, meine Fans. Ja, der war ja heute und wir werden uns ihn noch zusammen mit euch angucken. Aber zuerst würde ich mal anfangen, fangen wir an mit dem neuen Brawler. Nämlich den neuen Brawler Maper. Ich nehme einen neuen Brawler, der jetzt hier eingeblendet. Ihr seht ja ihn mit einer Flamme in der Hand und so Feuerhahn, meine Fans. Ja, und auch so ein bisschen so gekleidet, wie es so. So eben so typisch so Feuer, so strahlende Farben, meine Fans. Ja, dieser Brawler wird ein Feuer-Brawler sein. Das werdet ihr auch nochmal im Brawl-Talk sehen. Also der hat dann solche Fähigkeiten. Der hat dann hier vorne bei den Brenner hier vorne hangert der dann wie hier so da drückst du so drauf und dann kannst du so sprühen dann wie so, meine Fans. Ja, dann würde ich sagen, geht's mal zum nächsten. Ich zeige euch nämlich jetzt mal, wie der Brawler so im Spiel aussieht. Das werde ich euch jetzt gleich mal hier einblenden. Hier, meine Fans, seht ihr jetzt, wie sie im Spiel aussieht. Also sie hat so einen Balken oben, wie hier bei Karl, der so seinen Hammer wirft, hat sie sowas drauf, so, da kann sie so ihren, so, die hat wie ein Feuerstrahl so raus. Und damit kann sie dann die Gegner so erschießen. Und ihre Ulti ist die, da wirft sie so wie Öl, wirft sie da so wie Ölbälle, meine Fans. Ja. Und sie entzündet sie dann mit ihrer Ulti da, meine Fans. Okay, dann würde ich sagen, geht's mal zum nächsten. Als nächstes haben wir nämlich, meine Fans, die neuen Gold-Skins und Silber-Skins, meine Fans. Die werde ich euch jetzt hier mal einblenden, meine Fans. Die blende ich euch jetzt hier mal ein. Ihr seht jetzt gerade erstmal die Goldskins, weil die Silberskins wurden noch nicht geleakt, aber es wird auch zum Beispiel von Gale, Barley, Spike, Rico, Daryl, Penny und Genie auch diese Skins in Silber kommen. Also es wird richtig cool, meine Fans. Und sie werden dann auch wieder 25.000 Münzen dann wieder kosten. Also ganz schön teuer. Okay, dann würde ich sagen, geht's mal zum nächsten. Als nächstes haben wir nämlich dann einen neuen Skin von Pippi, nämlich einen Halloween-Skin. Es wird nämlich auch gleich wie ein Halloween-Update sein, meine Fans. Den seht ihr jetzt hier gleich eingeblendet. Ja, meine Fans, und hier seht ihr jetzt den neuen Pippi-Skin eingeblendet. Er ist schon wie so ein Zombie gemacht, meine Fans. Er hat so einen Schläger, so der so schon so richtige Zacken hat mit... Der Skin heißt Zombie-Hippie. Den hat jemand erstellt, der bei so einem Wettbewerb gewonnen hat, bei Supercell. Okay, dann würde ich sagen, geht's mal zum nächsten Skin, nämlich ein neuer Skin von Cold, meine Fans. Den seht ihr jetzt hier eingeblendet, meine Fans. Das ist nämlich der Challenge Cold. Der wird wahrscheinlich im Brawl Pass geben oder mal bei einer Championship Challenge. Das werdet ihr auch nochmal im Brawl Talk nochmal sehen, meine Fans.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den ersten Skin von Rosa, nämlich der Halloween, der Pro-Halloween Rosa Skin, meine Fans. Das ist der erste Skin von Rosa. Ich finde es richtig cool, ist Rosa jetzt auch ein Skin hat. Wenn ihr es auch cool findet, dann schreibt mal gerne in die Kommentare und lasst mal einen fetten Daumen nach oben da. Und schreibt doch gerne mal rein, welcher Skin euch am besten gefallen hat. Okay, meine Fans, dann würde ich sagen, zeige ich euch mal jetzt noch ein neues Feature, nämlich den neuen Map Maker. Mit diesem Feature könnt ihr eure eigene Map aufbauen. Sie können zum Beispiel so viele Charaktere, wie ihr wollt, aufbauen, so viele Wände, wie ihr wollt, und dann mit euren Freunden oder so wie ein Testspiel dann spielen da drauf. Gut, dann würde ich sagen, das nächste ist dann auch schon der Brawl Talk, meine Fans. Ja, das würde ich sagen, schalten wir dann mal um, meine Fans. Und schreibt doch mal in die Kommentare, welcher Skin euch am besten gefallen hat, meine Fans. Und ihr werdet vielleicht im Brawl Talk auch dann noch was Neues sehen. Meine Fans, würde ich mal sagen, geht gleich los. Und mein Fans, seht ihr, ich stehe schon in Pro Talk eingeblendet. Wir werden uns ihn zusammen angucken. Ja, und wir werden drauf reagieren und vielleicht sogar noch was Neues entdecken, meine Fans. Dann würde ich mal sagen, geht's mal los. Hier ist, sehe ich mich schon mal Frank. And welcome to Brawl Talk. Danny. Okay. Prowlogin. Halloween is here, and to celebrate, we have a new environment called Poco's Bandstand. Neuer Bereich des it's a mix of Dia de los Muertos and a Mexican carnival. Poco's Bandstand is also the home of our newest brawler. Ihr seht auch noch mal den neuen Brawler. Mamper, meine Fans. Er ist ein Feuer-Brawler. Ihr steht, sie ist legendär und bei ihr geht es nur ums Feuer, meine Fans. Es ist auch ein neuer legendärer Brawler, also schwerer zu bekommen. Es ist ein bisschen schade, man hatte erst als Kommenfleisch ein seltener. Aber es kommen legendäre. Ich finde es trotzdem nicht schlecht. And she's all about fire. To compete with Poco and El Primo as entertainers, she decided to juggle fire, spit fire, and she's not very good at it. Her main attack. Okay. Is a new unique mechanic. Ihre Hauptattacke ist eine einzigartige Technik. Will deplete ammo with that fire. And her super once again. Hier, meine Fans, sehen noch mal ihre Ulti Ölflaschen, so die sie dann entzündet, meine Fans. It spills then on the ground and she can ignite it. It stays there for a while, so she can just save it up for the right moment. And she'll be available on the day after the update, both inboxes and in the shop. Now for us, also, also sie wird dann verfügbar sein in Megaboxen, Freeboxen und auch Bigboxen und natürlich dann auch im Shop, meine Fans. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem ersten Skin sein, also nämlich die Sonic Bow, meine Fans. Er sollte schon länger mal rauskommen, aber ihr seht ihn nochmal. Getting underworld bow and as you can see, kommt ja, hier sehen and since they are Supercell make skins, they won't be seasonal as the other Halloween skins. We've also got 5 new true silver and 5 new true gold skins. Und es gibt auch 5 neue Silber Skins und Gold Skins. Now hold on a second. Ach, hier ist der Skin von Rosa. It's the moment you were waiting for. Rosa will be getting her first skin. Rosa bekommt ihren ersten Skin. And also her default model is getting some new animations. Gesehen, ma? Also coming in this update, we've got a Brawloween challenge. Und meine Fans, es gibt auch wieder eine neue Challenge, wie es mich immer die Championship Challenge gibt. Gibt es auch eine Brawloween Challenge? Also richtig cool, meine Fans. Jeder mit 12 Wins muss man erzielen. Challenge where you can earn Star Points, Coins, but more importantly, die normalen Challenges. Und man bekommt aus Belohnung, wenn man alles geschafft hat, den neuen Skin von Rosa. Das finde ich richtig cool, meine Fans. Wir werden es natürlich versuchen, es zu schaffen und vielleicht sogar in einem Video werden wir sehen, meine Fans. Schreibt es mir in die Kommentare, ist ihr es sehen wollt, wie ich diese Challenge spiele.
Schreib's einfach mal ein. And we have exclusive pins for the winners that won't be available. Wir werden exklusive Skins kriegen für den Gewinner der Championship. Also die den Skin kriegen auch dafür noch exklusive Pins noch. Unless you beat the challenge. We are having the Brawl Stars World Finals 2020. And don't forget to subscribe to und our Brawl Stars Esports channel that we just created. Esports and Turnier see game. The best players in the world playing Brawl. And to support these players, you can actually buy exclusive offers. We first have und es wird auch diesen Cold Skin geben, um diese Challenge zu unterstützen, meine Fans. Ja, also wenn ihr diesen Skin dann kauft, unterstützt ihr die Esports Challenge, meine Fans. An exclusive skin, which is called Challenger Cold. We have ihr habt ihr nochmal den Skin, den ihr vorhin schon mal gesehen habt, aber es ist auch exklusives Pins geben. Und es gibt auch bestimmten Maps. Und man kann jetzt bei den Maps dann auch sich dann teleportieren bei manchen Maps. Und der Hund, ist wieder eine neue Map. Kommen wir zurück, nehmen nämlich Nachtsicht, wo man dann Leben verliert immer. Und wenn man einen Gegner trifft oder eine Box aufmacht, einen Cube einsammelt, Leben dazu bekommt. Also richtig cool, meine Fans. So, Graveyard Shift is getting back, so OG players will be happy to know that Life Leech is returning. Besides that, we are also releasing 10 new gadgets in the weeks following the update. Und es gibt auch 10 neue Gadgets wieder. Kommt, meine Fans. Es wird richtig cool. Forget, before this season ends, you will need to collect your season 1 rewards. Otherwise, they're gonna get auto-collected when the next season starts. Und man kann jetzt auch von der ersten Season auch die Belohnung einsammeln. Well, that was a lie. Danny, what did you do? Und hier seht ihr auch nochmal den Map Maker, meine Fans. And if you wanna know more about the Brawl Maps, type hashtag BrawlMaps on YouTube and you'll see a lot of creators using this new feature. That's right. Be sure to subscribe and we will see you next month. Ciao. What did you say? What about a challenge? What? Yeah, exactly. Ja, meine Fans, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen fetten Daumen nach oben da und schreibt doch mal ein, welcher euer Lieblingsskin ist. Und lasst einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert gern diesen Kanal, um mich zu unterstützen, keine neue Informationen mehr zu verpassen. Und wenn dieser Skin, dieser Brawler rauskommt, werden wir ihn auch testen, meine Fans. Also wird richtig cool. Und checkt auch gerne mein Instagram ab. Hier unten, einmal auf TikTok, der_cola1000, einmal auf Instagram, der_cola1000. Schaut da gerne vorbei. Dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Tag. Ja, freut euch schon auf das Update. Und dann würde ich sagen, einen schönen Tag und ciao.